Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare und heute hier mit einer neuen leichten MG Finn, die ihr freischalten könnt über eine kleine, leichte Aufgabe. Leute Nahkampf töten mit einer leichten MG und danach habt ihr schon die neue MG frei. Ja, die kennt ihr vielleicht noch von Call of Duty Ghost, die Kettensäge. Eine kleine mobile Waffe mit hoher Feuerrate, hohen Waffenschaden im Nahkampf, aber die sprayt dafür eine ganze Menge. Und ja, aber dafür habt ihr auch noch eine Menge Muni mit dabei. Und auch eine Menge Möglichkeiten, wie man die umbauen kann. Natürlich heute den Waffenguide, wie ihr die gerne machen könnt. Für den Multiplayer und für kleinere Karten echt empfehlenswert die Waffe. Und ja, natürlich haben wir auch noch andere Themen heute im Video. Unter anderem hier das Datum für Call of Duty Cold War, wann der Multiplayer-Trailer erscheint. Natürlich auch noch welche Modi reinkommen werden und vieles weitere mehr. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben und natürlich heute direkt am Start meinen Waffenguide. Gerne nachbauen und probieren und eure Meinung drüber teilen in den Kommentaren. Und go! Im heutigen Waffenguide habe ich die Kettensäge nachgebaut von Call of Duty Ghost. Mit dem Kompensator habt ihr nochmal mehr Treffergenauigkeit und könnt länger hier dauervoll gedrückt halten. Dann mit XLK Weitschuss Contrer habt ihr nochmal mehr Feuerrate, effektive Reichweite und Kugelschnelligkeit. Dafür werdet ihr ein bisschen lahmarschig im Aim, aber auch relativ egal. Taktische Lasermarkierer für nochmal mehr Treffergenauigkeit, Setvorgeschwindigkeit und Stabilität. Kleiner Tipp bei der Waffe, gerne immer mitnehmen. Und auch hier der neue Schaft, der XLK Kettensägenschaft, damit ihr die Waffe nachbauen könnt wie in Call of Duty Ghost. Eine starke Waffe, die leider nur aus der Hüfte gefeuert werden kann. Aber kein Problem mit dem Lasermarkierer. Bei den Kugeln hätte ich heute hier die 100 Kugeln dabei, aber die normalen Patronen von NATO und nicht hier die anderen Teleskoppatronen, da man damit keinen Muni nachfüllen kann, nur mit Blünderer oder Muni-Pakete. Dafür empfehle ich euch lieber NATO-Kugeln für mehr Gunfights. Gameplay-technisch habt ihr jetzt bei der Finn echt eine gute Waffe getroffen. Hohe Mobilität, hohe Feuerrate und eine Menge Muni am Start. Der Nachteil wäre der Longshot-Bereich, aber ihr könnt ja auch umbauen für nochmal mehr Reichweite, wenn ihr die Longshot-Aufgaben machen wollt für die Goldtarnung. Allgemein könnte ich darüber nochmal ein Video machen mit einem anderen Waffenguide, wie man die in Richtung LMG bauen könnte. Aber ich finde die Waffe relativ stark und ihr könnt die gerne mal probieren. Für jeden, der schon gerne mal Nachtmode spielt oder nur mit Lasermarkierer spielt, der hat keine Probleme damit. Treffergenauigkeit eigentlich on top, wenn man damit umgehen kann, aber am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich. Aber eine geile, starke Waffe. Und ja, ich freue mich immer über neuen Content bei Call of Duty. Auch die neue leichte MG kam jetzt hier rein. Freut mich natürlich. Aber auch neue Modi wurden hier geleakt. Für Battle Royale wird nämlich bald hier noch ein neuer Modi reinkommen, der 100% richtig cool werden wird. Ihr bekommt nämlich hier eine Art Zombie-Mode rein. Wenn man stirbt, wird man dann hier ein Untoter und kann andere Leute dann infizieren und töten. Aber der Punkt dabei, wenn man Leute tötet und auffrisst, kann man wieder dann einsteigen und noch eine Runde Battle Royale spielen. Der letzte überlebende Mensch hat gewonnen. Und natürlich auch noch ein Mode mit Cargo Truck, hier mit den fetten Geländewagen. Damit eine Art Battle Royale angeblich könnte dann auch noch reinkommen. Wurde in den Daten gefunden. Gleich nochmal ein Datum für Call of Duty Cold War Multiplayer Trailer. Der kommt an den 9. September anscheinend. Und wird wahrscheinlich dann auch den Multiplayer präsentieren. Die Beta wurde auch schon geleakt, mehr oder weniger, aber ob die wirklich kommen wird, keine Ahnung. Aber ein wichtiger Punkt, Call of Duty Cold War erscheint dann am 13. November, höchstwahrscheinlich. Und da gibt es auch wieder weitere Editions, die ihr euch kaufen könnt. Eine davon wäre eine Crossplay Edition für beide Plattformen. Einmal für PlayStation 4 und einmal für PlayStation 5, Xbox X und Xbox One, wie ihr gerne machen wollt. Ja, gerne euch darüber informieren. Alle Informationen findet ihr natürlich darüber nochmal unten in den Kommentaren und in der Beschreibung. Da gerne nochmal vorbeischauen. Und natürlich, wie immer, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen bei mir. Meine Lobby wäre immer offen für euch. Gerne mitmachen, gerne beitreten. Und ja, natürlich werden wir noch ein bisschen live übertragen. Die neue leichte MG gefällt mir echt wirklich gut. Obwohl die jetzt auch nicht die allerstärkste Waffe wäre, könnte ich mir gut vorstellen, mit einem langen Lauf und eher in Richtung LMG gebaut. Vielleicht eine gute Waffe für Warzone. Aber hier im Multiplayer macht ihr eigentlich gut Laune mit der guten Mobilität. Jo, gerne nachbauen, wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen stellen. Weitere Informationen natürlich immer bei Beiträgen hier auf YouTube oder in Form von einem Video wie hier. Wenn es euch gefällt, gerne hier abonnieren, Daumen nach oben und natürlich mit Freunden teilen. Und an der Stelle haut rein und bis zum nächsten Video. Goodbye.